Das ist sicherlich eine seltsame Erfahrung für die Menschen, vor allen Dingen für die, die noch regelmäßig, zumindest sonntags, den Gottesdienst besucht haben, dann erst zu sehen, der Gottesdienst war ganz verboten und jetzt ist es möglich, aber doch in einer relativ für viele abschreckenden Art und Weise, wenn man so vereinzelt sitzt und sich anmelden muss und so weiter, dieses ganze Prozedere über sich ergehen lassen muss. Die Menschen haben auch, wie man jetzt vielfach hört, doch gemerkt, dass ihnen gar nicht so viel fehlt. Eine für viele befremdliche Erfahrung, dass man den Sonntagmorgen auch ganz anders verplanen kann. Wir hören ja viel, dass gesagt wird, die Kirche war eigentlich unter diesen Corona-Bedingungen gar nicht präsent. Da würde ich sehr stark differenzieren. Es gibt sicherlich Ebenen, wo diese Frage sehr berechtigt ist, aber auf den Ebenen der Gemeinden, der Zusammenschlüsse von Christen ist auch ganz viel gewachsen. Da hat die Krise also etwas hervorgerufen an weiterentwickelter Solidarität und Ausleben von Solidaritätspotenzial, was eigentlich sehr positiv ist. Ich glaube, das ist eine Gratwanderung. Auf der einen Seite gibt es auch hier bei uns in Deutschland, aber auch insgesamt im Bewusstsein der Kirche schon so dieses Verständnis von Eigenständigkeit. Kirche gehört als ein Akteur in die Gesellschaft hinein, deswegen gelten die Regeln auch in der Kirche. Und auf der anderen Seite, es gibt eine Eigenständigkeit, die ihr auch die Aufgabe und das Recht verleiht, doch noch mal kritisch Stellung zu nehmen zu bestimmten Punkten. Gehen wir auch noch mal in den ersten Lockdown und schauen wir die Kirche, die als ihre vorderste Aufgabe versteht, bei den Kranken und Armen und den Schwächsten der Gesellschaft und denen, die am Rande stehen, zu sein, hat sich schon wenig zu Wort gemeldet, als die Krankenhäuser und die Altersheime tatsächlich völlig geschlossen waren und niemand den Sterbenden beistehen konnte oder die Angehörigen sich nicht verabschieden konnten. Da wäre so ein Punkt gewesen, wo man Kirche gerne als eigenständige Institution mit einer öffentlichen Stimme gehört hätte. Das konnte man bei der Demonstration in Leipzig ja gerade gut feststellen, dass es eben nicht um eine einheitliche Gruppierung, wenn auch riesengroße Gruppierung geht, sondern dass es ein Sammelbecken darstellt für Menschen mit sehr unterschiedlichen Ausrichtungen, sogar auch weltanschaulichen Hintergründen, mit einer kleinen gemeinsamen Schnittmenge, nämlich Unzufriedenheit mit dem, was die Regierung verordnet. Primär sind es mal die Corona-Maßnahmen, aber dahinter steckt an vielen Stellen natürlich auch noch mal eine andere Unzufriedenheit. Aber ich glaube, es ist keine neue Religion, weil es erstens ein Sammelbecken unterschiedlichster Richtungen ist und zweitens zu einer Religion schon immer auch ein Bezug zu einem transzendenten Wesen, um es mal ganz allgemein zu sagen, gehört. Und das ist an der Stelle nicht feststellbar. Die Kirche tritt heute sicherlich bescheidener auf hinsichtlich der Frage, ist sie die Institution, die den Weg weist? Es gab 1961 eine Enzyklika mit dem Titel Mater et Magistra, wo dieser Anspruch noch dahinter steckt, die Kirche als Mutter und Lehrmeisterin der Gesellschaft. So versteht sie sich heute nicht mehr, so kann sie sich auch nicht verstehen, sondern wenn wir jetzt gerade schauen, das neueste Schreiben von Papst Franziskus versteht sich auch, er sagt es expressis verbis, als ein Beitrag zur Findung von Antworten auf die Fragen der Gegenwart. Und das möchte Soziallehre auch sein. Sicherlich mit einer Autorität, die aus ihrer langen Tradition, fast 130-jährigen Tradition resultiert, aber auch mit viel Expertise, theologischer und sozialwissenschaftlicher Expertise, die aber mit Argumenten und mit wissenschaftlicher Arbeit belegt werden muss und nicht einfach daraus resultiert, dass es die Kirche ist, die hier spricht. Und was die Corona-Fragen angeht, glaube ich, da gibt es auf den unterschiedlichsten Ebenen vieles, was Kirche beitragen kann. Sicher auch manches, wo die Kirche darauf angewiesen ist, wie auch im Umweltdiskurs, zu lernen von den Gruppierungen, die in der Gesellschaft sich sonst mit den gleichen Fragen beschäftigen. Das ist, glaube ich, heute ein Level, auf dem dieser Austausch passieren muss.